so, man muss einfach das gern machen, dann macht man es positiver. Dann schaut die Situation ganz anders aus. Weil dann freust du dich drauf und sagst, nein, endlich kann ich das jetzt einmal machen, endlich kann ich dieses Lied singen und die Menschen freuen sich. Aber wenn ich vielleicht falsch dazugespielt habe, ist wurscht. Also ich bin ja nur ein Mensch. Ja. Ich bin ja nicht was ich was. Ne? Also positiv zu sein, ist ganz wichtig. Das fängt in der Früh, beim Aufstehen, beim Zähneputzen, beim Herrichten, an den Körper greifen, abgreifen und so. Alter, das passt alles und dann jetzt gehen wir raus. Und dann streust du. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Raum vor dem Konzert oder vor der Aufführung genug Zeit haben, diesen Raum kennenzulernen, zu erfahren, ihn zu spüren, ihn zu erleben, dass wir dann, wenn wir dann vor dem Publikum sind, uns sicher und geborgen fühlen. Ja, ich bin nicht einer, der bis zur letzten Sekunde quatscht hinter der Bühne, sondern ich verziehe mich meistens. Also gehe vors Haus oder gehe eine Runde um den Block. Eine gewisse Fokussierung herzustellen, nicht im Sinn von einer richtigen Yoga-Übung oder was, aber im weitesten Sinn ist es natürlich sowas. Sammeln, zu sich kommen, was mache ich jetzt, denn die Energie auf dem Boden. Zuerst nochmal eine heiße Dusche, wenn es geht. Dann ganz wichtig, dass man doch einen Bereich hat, wo man sich zurückziehen kann. Backstage-Bereich. Leider war ich eben in einer Band, wo alle geraucht haben, dann im Backstage-Bereich. Das hat mich zusätzlich belastet. Einfach noch in mich gehen, Augen zu, runterkommen und Kräfte bündeln. Ja. Mittlerweile versuche ich einfach mit meinem Adrenalin, das ich brauche, und das ist eigentlich sehr viel, gut rauszugehen und zu wissen, es stärkt meine Konzentration. Es gibt auch Momente, wo ich quasi fast ohne Nervosität auf die Bühne gegangen bin und dann 15 Minuten später einen irrsinnigen Flash gekriegt habe, weil ich draufgekommen bin, oh, ich bin ja auf der Bühne, ich muss nervös sein. Und das ist dann viel unangenehmer, als wenn man sich schon wirklich darauf vorbereitet, auf die Situation, dass man halt weiß, wie gehe ich damit um. Man muss sich natürlich auch bewusst machen, dass es nicht so wichtig ist, dass man mal in Gatsch greift oder kickst. Oder einen schlechten Tag kann auch jeder haben. Ja. Wenn ich einfach ein Stück schon irrsinnig oft gespielt habe und dann beim 55. Mal rausgehe, in Tirol vielleicht, wo man denkt, das sieht mir eh niemand, und mich nicht wirklich gut vorbereitet habe, dann gehe ich auf die Bühne und bin nicht nervös momentan. Und das holt mich aber dann ein, weil da kommt irgendein Moment, wo ich merke, hoppla, ich brauche jetzt aber ein bisschen Adrenalin, um einfach über diese Stelle drüber zu kommen, weil da brauche ich sehr viel Energie. Und dann schmeißt es mich eben. Deshalb weiß ich, ich brauche mein Adrenalin schon vorher, und zwar genau in der richtigen Dosis. Und das kann ich halt jetzt schon gut steuern. Das heißt, ich hupfe zum Beispiel 10 Minuten vorher, das hilft mir total. Ich hupfe einfach am Stand und mache ein paar Töne dazu. Dann bin ich sowohl eingesungen, als mein Körper ist aufgeweckt, und dann gibt eins das andere, sozusagen.